Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Hörbude. Willkommen zu einem speziellen Video auf meinem Kanal, schätze ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Und zwar hatte ich einen Brief in der Post. Ihr seht, an Günther. Was mich schon dezent verwirrt hat. Denn einerseits, der ist nicht von einem meiner Freunde, die nennen mich nicht Günther und die meisten wohnen nicht hier im Ort von mir. Gleichzeitig müsste er von einem Fan sein oder einem Zuschauer, kann auch ein Hater sein, der weiß, wo ich wohne, denn mit an Günther kann man keinen Brief per Post verschicken. Dementsprechend muss es irgendjemand sein, den ich nicht kenne, der mich aber kennt und weiß, wo ich wohne. Und da hatte ich diesen Brief eben im Briefkasten. Drin steht, ist wieder ein bisschen geklebt jetzt. Ich habe mir das nämlich schon mal durchgelesen. Und zwar, ich habe keine Ahnung eben von wem das ist, weil es steht auch kein Name oder sowas drin. Nicht mal irgendwie Handschrift könnte man erkennen. Aber es steht hier drauf, dass ich diesen Brief in einem Video doch bitte vorlesen möge. Und ich sag's, wie es ist, selbst wenn jemand wüsste, wo ich wohne. Wenn ich irgendeinen Brief bekomme, in dem irgendeine Scheiße drinsteht, mit der Bitte, den vorzulesen. Nein. Aber dieser Brief ist tatsächlich sehr interessant. Sehr im Stil des letzten Absatzes der Walross Edition 4, wenn sich an den jemand erinnert. Es soll anscheinend eine Art inspirierender Text oder so sein. Und ich denke, ich werde das auch einfach tatsächlich jetzt euch mal vorlesen. Ihr wisst vielleicht, ich bin selber durch eine mental nicht tolle Lage jetzt gerade erstmal durch, gerade ein bisschen wieder von am Erholen. Und gerade so ein Text, der ein bisschen zum Nachdenken so anregt, kann vielleicht auch manchen die von euch, denen es nicht so gut geht, ein bisschen weiterhelfen. Deswegen, ich lese euch einfach mal hier den kurzen Text vor. Das Leben ist eine Reise. Man sieht viele Dinge, man erlebt verschiedenste Dinge. Es ist ein großes Abenteuer. Und gemeinsam wird dieses wahrlich zum Erlebnis. Doch warum nimmt jeder diese Reise auf sich? Eine Reise mit vielen Hindernissen, vielen Qualen, vielen Schmerzen. Tief im Inneren spüren wir es alle. Wir alle sind auf einer großen Suche. Das Leben ist eine Suche. Eine Suche nach Freude, Liebe und Glück. Eine Reise mit einem einzigen Ziel, ihren Sinn zu finden. Und nur gemeinsam kann man diese Reise bestehen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Die Suche nach dem Glück. Im Herzen wird immer das Feuer der Leidenschaft brennen. Und solange dieses Feuer brennt, ist man am Leben, auf dass das Feuer nie erlöschen möge. Ich habe keine Ahnung, von wem der Text ist. Vielleicht ist dieser jemand gerade hier in der Premiere dabei. Vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen, vielleicht sagst du sogar was. Aber wer genau es ist, steht nicht drauf. Es steht nur auf diesem Brief, dass ich ihn bitte im Video vorlesen möge und dieser Text. Kein Name. Was ich allerdings natürlich bemerkt habe, ihr denkt vielleicht, ich bin dumm, aber nein, so blöd bin ich nicht, dass ich nicht merke, dass dieser Adresszettel aufgeklebt ist. Und das wollte ich hier jetzt live im Video machen, den zu entfernen und gucken, ob vielleicht das irgendwie ein Teil des Rätsels lösen kann, das uns hier gerade bevorsteht. Und vielleicht finde ich ja dadurch auch heraus, von wem dieser Brief wirklich ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er von irgendeinem meiner Freunde ist, aber andererseits, wer würde mir eben einfach so einen Brief schicken? Aber auch meine Freunde, warum würden die mir so einen Brief schicken? Ja, gut. Ja gut, das hätte ich eigentlich ahnen können. Das hätte ich eigentlich ahnen können. Das Ganze gibt doch mehr Preis, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ich denke, ich muss es euch einfach zeigen.
dann versteht auch ihr. Am 31. März 2021 beginnt der fünfte Teil meiner großen Hörspielreihe Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Vielleicht fragen sich ein oder zwei von euch jetzt, warum es bis zu diesem Punkt dauert, wo ich die Geschichte anscheinend ja schon fertig geschrieben habe. Die Antwort ist relativ simpel. Zu meinem Geburtstag Mitte März werde ich ein neues Mikrofon bekommen, welches ich für die Gesamtheit des Hörspiels nutzen möchte. Und ich möchte eben da erstmal, muss ich es natürlich bekommen, und dann möchte ich mir dann auch noch irgendwie 2 Wochen Zeit nehmen, um die erste Folge zu produzieren, das Mikrofon Setup zu machen, falls irgendwas schief geht. Und dementsprechend beginnt das Hörspiel am 31.03. dieses Jahres. Worum wird es gehen? Ich werde natürlich noch nicht sonderlich viel sagen, aber eine Bedrohung aus einer anderen, uns wohlbekannten Welt erreicht nun die Wurzelwelt, die wir aus den anderen Walross-Editionen mehr als genug kennen. Auf der Suche nach ihren alten Teamkollegen, die sich im Verlauf der Jahre aufgeteilt haben und begonnen haben, ihre eigenen Leben zu leben, teilen Latias und Hydrope sich auf und 2 Storystränge entstehen, denen wir im Verlauf der Geschichte weiter und weiter folgen werden, auf der Suche nach dem großen Antagonisten, der hinter allem steckt. Was genau geschieht? Wer ist schuld an den ersten Walross-Editionen? Nun, manche dieser Fragen werden sich in der Walross-Edition 5 klären. Manche nicht. Aber seid dabei, bis die Walross Edition 5 beginnt. Werdet ihr auch nicht ganz leer ausgehen. Ich bezweifle stark, dass ich Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Lullaby bis dahin fertig bekomme. Außerdem wäre das mit einem besseren Mikrofon natürlich auch noch gut bei dem Projekt gerade. Aber mein Wrap-Up zu Never Alone 2 wird definitiv in diesem Zeitrahmen kommen. Ich möchte euch jetzt nicht irgendwie gleich Motivation oder so an der Walross Edition 5 nehmen. Ich möchte nur meine persönlichen Erfahrungen beim Schreiben machen. Wie ich auch schon im Anfangsteil erwähnt habe, hatte ich halt mental vor allem etwas schwierige Phase, in der auch ein Großteil des Schreibens der Walross Edition 5 reingefallen ist, was die Geschichte durchaus auch beeinflusst hat. Aber auch vorher habe ich mir schon gedacht, vom ganzen Konzept, das ich hatte, dass die Walross Edition 5 wahrscheinlich eher schwach wird. Aber wer weiß. Ich dachte bei der Walross Edition 4, bevor das Hörspiel begonnen hat, auch, es wird wahrscheinlich die schlechteste Walross Edition. Und jetzt bin ich definitiv nicht mehr der Meinung. Wir können nur abwarten, wie es letztendlich wirklich wird. Latias und Hydropis große Reise. Wenn ihr das nicht verpassen wollt oder es noch nicht getan habt, dann lasst doch gerne ein Abo auf meinem Kanal da. Ansonsten Like, wenn ihr gehypt auf das Hörspiel seid. Wir sehen oder hören uns wieder. Bis dann. Kleiner Nachtrag noch hinten dran über 2 Themen, über die ich sprechen wollte, die ich vergessen hatte. Was zuletzt geschah in Walross Edition 5, was wir im 4. Teil ja hatten, wird es wieder geben. Hab ich im Facecam-Video schon drüber geredet, in welcher Form allerdings, da das ein bisschen anders wird. Und Charakterbriefe, bei denen ich das Gefühl habe, die sind für mich viel Arbeit und euch nerven sie eigentlich nur. Es wird sie weiter geben, aber nur für Charaktere, die ihren ersten Auftritt in der gesamten Reihe haben und die eine größere Bedeutung erlangen. Nicht für Charaktere, die bereits in früheren Walross-Editionen vorkamen. Außer es gibt 1 oder 2 Charaktere, die eine winzige Rolle in vorigen Walross-Editionen hatten und eine größere in der 5. Die bekommen auch einen Charakterbrief. Also, man sieht sich. Oder hört sich.
oder riecht sich. Kommt drauf an, wann ich wieder dusche.